Kann sie ja schön nacheinander platt machen. Aber guck mal, die treffen mich zwar, aber die machen mir kaum Schaden. Bei Paladin bist du mal was wert. Dies ist doch mal was. Die müssen ja noch die schwarzen alten Steintafeln haben, genau. Die brauche ich. Was brauche ich eure Erfahrungspunkte? Und das, was ihr so alles dabei habt, natürlich. Da ist nichts zu holen. Nein, das ist eine Waffe. Der Bogenschütze ist, glaube ich, noch am Leben, oder? Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So, noch ein Banditen. Den ersten. Müsste der hier sein, ne? Da ist nichts zu holen. Okay. Habe ich sie alle erwischt? Okay. Also, eingesammelt. Aber da müsste ja noch der Bogenschütze sein. Lieber eben warten, bevor das Spiel sie dann abhängt, schmiert. Hä? Junge, der ist hinter dir. Da krieg ich zu viel, ne? Was macht der da so einen Affen? Tanzbewegung. Und der Gegner ist einfach hinter ihm. Das interessiert ihn nicht. Ah, der hat noch zwei Tafeln. So. Dann ist der Weg hier wieder sicher. Diese Waffen, die da man so sieht, ne? Bin ich mir ziemlich sicher, dass es im dritten Teil die gleichen sind. Da ist eine Goblinbeere. Die man einmal einsammeln muss für die Rebellen. Das gleiche, ja. Icon ist es ja jetzt nicht, also nur das, was man hier sieht. Da muss man nämlich mal für die Rebellen Waffenbündel einsammeln. So. Rechts. Rechts, links. Links, rechts, links, links, rechts, 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 links, links, rechts, 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 links. Ich frage, ob die das interessiert, dass der Hof jetzt der Weg frei ist. Wo? Den gehen wir mal lieber aus dem Weg. Auch wenn ich glaube, dass ich ein Jahr erschaffen werde. Vor allem, wenn ich den Gürtel von Dings noch anziehe. Vielleicht ist recht hier auf 5. Die 5 Stärke brauche ich nicht. Aber Schutz auf 5 Feuer. Ich habe ja jetzt hier erstmal nur 50 Feuerschutz. Und das hat ja schon was ausgemacht. Zum Vergleich zu. Da hatte ich 10 nur. Ich habe ja schon einiges mehr ausgehalten. Mit den 40 mehr. Deswegen könnte die 10 noch das Entscheidende sein, dass ich den relativ gut besiegt bekomme. Aber wenn dann schon mit vollem Leben. Da lässt sich nichts machen, okay. Da muss man auch mal zuhören. Das ist eine schlimme Sache. Dann gehen wir wieder erstmal heilen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas.
Das wundert mich nicht. Keine Ahnung, ich sag. So, versuchen wir mal. Er hat auf die falschen Leute gehört. Das Schwert habe ich ja noch angelegt. Genau. Braucht ja nur 70 Stärke. Und habe 76. Dafür habe ich jetzt aber noch. Da steht nur Schutzmagie 25. Drachenfeuer 60. Ich könnte dir Sachen erzählen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Schutz vor Feuer. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Feuer und Magie. Ich erzähl dir. Also, das ist vielleicht auch einfach die Magie. Ich versuch's trotzdem. Das will doch keiner wissen. Ich hätte das anders gemacht. Ob der Feuerzauber das auch von betroffen ist. Das ist kein Geheimnis. Ist das wirklich wahr? Ich will sicher jetzt zeigen, wie gut ich den besiegt bekomme. Oder überhaupt. Ich meine, einen hätten wir auch wahrscheinlich besiegen können, wenn dann nicht dann der zweite auch noch Akku bekommen hätte. Wir probieren es einfach aus. Probieren geht nur studieren. Wenn wir die alle so ein bisschen aus dem Weg räumen, kriegen wir schöne Erfahrungspunkte. Hä? Was ist denn jetzt hin? Sich jetzt da unten. Ach Mann. Ich habe irgendwo jetzt ein Video gesehen, dass die Typen auch irgendwie Überbleibsel der Sekte sind. Also ich würde sagen, der Gürtel bringt gar nichts. Oh, da ist auch noch einer. Gut, das wird so erstmal nichts. War einfach viel zu wenig Schaden an die. Das heißt, ich kann auch den wieder ausziehen, den wieder anziehen. Natürlich auch hier noch den Ring anziehen mit den 40 mehr Leben. Das ist ja schon nicht wenig, ne? Da bin ich bei 300 Leben. Das Amulett ist auch 40. Ich habe ja den Ring des Wassers hier. Den brauche ich ja jetzt gerade erstmal nicht. Gut, das ist noch eine Feuernessel. Ja, mit. Noch eine Feuernessel. Heilkraut. Kann ja nicht liegen lassen hier. So, mal schauen, was uns da drin erwartet. Also, da dürfte ja jetzt eigentlich nichts drin sein. Ist ja verriegelt worden. Aber gucken, wo wir hinkommen. Ruinen werden ist ja schön. Ah, eine Steintafel. Vielleicht läuft er sich ja gelohnt, hier zu kommen.
Trank. Lederbeutel, Stachel. Na, gucken wir mal. Ah. Das sind wir doch bei den Ruinen. Warte mal. Kannst du mir ein paar Ausrüstungsgegenstände verkaufen? Sag mir, was du brauchst. Sieht erstmal nicht interessant aus. Das war der mit den Sprachen, ne? Hey! Lehre mich die fremde Sprache. Die Sprache der Bauern kennst du ja bereits. Die Sprache der Krieger ist schon etwas schwieriger. Texte, die in der Sprache der Krieger geschrieben wurden, handeln meistens von Waffen und dem Krieg. Du wirst einige für dich nützliche Dinge dort erfahren. Hey, warum kostet es sich auf einmal nur noch 10 Lernpunkte? Letztes Mal brauchte ich schon 20. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. 15 der Punkt. Hey, ist ja geil. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Also ich hab gedacht, ich brauchte 50 Lernpunkte. Jetzt habe ich nur 25 gebraucht. Lehre mich die fremde Sprache. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. Du beherrschst jetzt die Sprache der Erbauer. Cool. Und wir haben noch 18 Lernpunkte über. Ja, geil. Das heißt, ich kann da sogar noch mal in Stärke investieren. Und ich hätte gedacht, ich hätte da viel mehr für gebraucht. Wo sind denn jetzt die ganzen Tafeln? So, das hebe ich mir ja noch auf. Magie. Hier hin. Magie 1. Akanta. Armbrustschütze 2. Lebensenergie 2. 10 Lebensenergie. Lebensenergie 3. Uriziel Ratis. 15. Und Bogenschießen 2. Ja, nur die Stärke heben wir ja noch auf. Wie wenn ich das Maximale beim Lehrer gelernt habe. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall Armbrust und Bogen sogar schon bei 16. Lebensenergie nochmal schön hochgepusht. Ja, Mana haben wir jetzt bei 20. Ist okay, ich bin ja eh nicht so der, auf Mana geht. Hey. Da die anderen Menschen können wir nämlich auch langsam mal sammeln. Kann nichts brauchen. Womit denn? Irgendwelche Runen herstellen. So, wollen wir nächste Magier mit dem Teleport. Warte mal. Kannst du mir, wenn wir. Der war's nicht. Kronos war hey. Ja auch nicht. Da war schon die Sachen zu verkaufen. Weil wir haben jetzt einen Tagebucheintrag bekommen.
Und können die jetzt sagen, ey, könnt ihr da durchgehen? Kommt ihr da hin oder kommt ihr da hin? Hey, du! Kannst du mir etwas über die Magie beibringen? Damit du noch mehr im Magen. Nein! Hatten wir schon mal, ja. Schon was Neues herausgefunden? Nicht wirklich. Komm später noch einmal zu mir. Hm. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendein Magier davon Bescheid geben können. Pass mal auf, ihr könnt die Dinger benutzen. Kommt dann da und da raus. Aber okay. Dann halt nicht. Aber wenn wir wieder einen Tagebucheintrag bekommen haben, dann war das wahrscheinlich nur für uns selber einfach so. Jetzt haben wir nochmal. Ach, die habe ich noch gar nicht benutzt gehabt. Ah. Deswegen kann das sein, dass es noch nicht. Relevant für die war. Aber es ist schon mal für uns gut zu wissen, wo wir da wie rauskommen. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Wenn ich es nicht mit. So, ich will jetzt nochmal zu Laris gehen, Stärke lernen. Und dann gucken wegen den Einhandwaffen-Skill. So, den einfach auch noch ein bisschen pushen. Also, Vatras soll ich noch die Steintafeln geben. Wegen der Steintafeln. Ich habe einige davon. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Haben wir einen interessanten Trank bekommen? Wirkung unbekannt. Das ist aber als Trank, okay. Hier Geschicklichkeit. Aber mit ihm fortgespült wurden Bäume. Müssen wir jetzt mal gucken, was passiert, wenn ich das zu mir nehme, das schwarze Erz. Überkam eine tiefe Trauer. Ja, für irgendwas wird das ja gut sein. Vielleicht kann der Schmied aber auch was dazu sagen. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Aber es ist halt komisch, dass es bei Tränken ist, ne? Hey! Arbeitest du immer noch für die Paladine? Ich habe den Auftrag von Lord Hagen beendet. Ich stelle jetzt für ihn Erzklingen her. Allerdings gegen Bezahlung. Nebenbei habe ich aber auch wieder Zeit, ein paar Waffen für die Händler am Marktplatz anzufertigen. Wenn du also eine gute Klinge suchst, solltest du mal dort vorbeischauen. Erzähl mir mehr über die Erzklingen. Erzklingen herzustellen ist ein sehr aufwendiger und teurer Prozess. Aber das Ergebnis ist eine leicht zu führende Klinge, die praktisch unzerstörbar ist. Die Klinge an sich ist zwar von guter Qualität, aber erst in den Händen eines Paladins zeigt sich ihre wahre Macht. Die Schwerter der Paladine werden Innos geweiht. Dadurch wird aus der Erzklinge eine magische Waffe, die unvergleichlichen Schaden anrichtet. Ich möchte eine Erzklinge kaufen. Ihr Paladine dürft euch glücklich schätzen, so hervorragende Klingen führen zu dürfen. Auf Anordnung von Lord Hagen darf ich dir nur eine einzige Erzwaffe verkaufen. Also, was darf ich dir anbieten? Okay, das müssen wir jetzt recht speichern. Um zu vergleichen. Also eigentlich will ich ja schon irgendwann auf Zweihandwaffe gehen, ne? Kosten beide 2000 Gold. Das ist erstmal nicht das Problem. Habe ich hier. Ich möchte. Yep. Auf an. Also. Ja, erstmal die erste. Oder die Einhand. Ich nehme das Einhandschwert. Pass gut auf deine neue Waffe auf. Sie ist ein Vermögen wert.